Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der AXA-Generalvertretung André Kuttler in Pfauendau. Für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen. Auf dem Land zu wohnen hat jede Menge Vorteile. Man lebt in einer herrlichen Umgebung, man hat alles, was man zum Leben braucht. Und wenn es dann doch mal ein bisschen mehr Trubel sein soll, dann ist die nächste Stadt meistens gar nicht so weit entfernt. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Voralpgemeinde Dürnau. Und die stellen wir Ihnen heute vor. Die kleine Wohngemeinde Dürnau liegt malerisch eingebettet am Fuße der Schwäbischen Alb. In der überwiegend ländlich strukturierten Gemeinde leben derzeit rund 2100 Menschen. Erwähnt wurde der Ort erstmalig im Jahre 1275 unter den historischen Namen Durnon oder Durnen, was so viel wie dorniges Gelände bedeutet. Dornen sucht man hier heute allerdings vergebens. Die Landschaft rund um Dürnau ist geprägt von sanften Hügeln, Wäldern und weitläufigen Streuobstwiesen. Doch dies ist nur einer der Gründe, warum Dürnau als Wohnort für viele immer attraktiver wird. Unsere Gemeinde Dürnau hier im Kreis Göppingen im südlichen Teil liegt landschaftlich wunderschön eingebettet. Beginnend im Süden an der Albtraufkante auf etwa 700 Metern mit den entsprechenden Waldbereichen, dann in Halbhöhenlage unsere typischen Streuobstwiesen, die Ortsbebauung und nach Norden hin die landwirtschaftlichen Ackerflächen. Das ist das eine, was die Landschaftsqualität anbelangt. Das zweite ist natürlich die sehr gute Anbindung an die A8, Stuttgart-Ulm, kurze Wege, Flughafen und auch die sehr gute Anbindung an die B10, Stadt Göppingen. Ich glaube, diese Mischung aus reizvoller Landschaft und guter Infrastruktur mit kurzen Wegen, das macht die Gemeinde Dürnau für die Bürgerinnen und Bürger attraktiv. Die Geschichte Dürnaus ist bewegter, als man bei einer Gemeinde dieser Größenordnung vielleicht denken mag. Im 13. Jahrhundert war der Ort im Besitz der Dürner. Es folgten die Grafen von Württemberg, die Ritter von Zillenhardt und schließlich die Grafen von Degenfeld. Diese verkauften den Ort vorübergehend an Kurbayern, erwarben ihn aber schon wenige Jahrzehnte später wieder zurück, bevor er schließlich im Jahre 1806 endgültig wieder an Württemberg ging. Was viele nicht wissen, in Dürnau stand einst sogar eine Burg, die später zum Schloss umgebaut und im Jahre 1845 abgebrochen wurde. Einige der Wirtschaftsgebäude blieben jedoch erhalten. Der restaurierte Marstall mit Schlossbrücke, Wassergraben und Schlosskeller bildet heute den attraktiven dörflichen Mittelpunkt der Gemeinde. Erste Einzelrestaurationen fanden in den 80er Jahren statt. Wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass wir eigentlich ein Gesamtkonzept brauchen. Und das haben wir dann 1999 mit einer Sanierung des Marstalls erreicht und auch mit dem Platzgelände. Was ich übrigens sehr schön finde, ist, dass die gesamte Grünbepflanzung durch die Dürnauer Bevölkerung durchgeführt wurde. Ein guter Beleg für das Interesse und für die Verbundenheit zu diesem wichtigen Platz in unserer Gemeinde Dürnau. Wir haben bewusst darauf geachtet, dass wir dann eher private Nutzungen in diese kommunalen Räumlichkeiten unterbringen. Dort ist zum Beispiel jetzt die Arztpraxis, ein Friseurgeschäft, ein Papierladen und dann ein Beratungsunternehmen. Und im Obergeschoss befindet sich noch das entsprechende Kralglasmuseum. Unten haben wir das Backhaus wiederhergestellt, das aber in der Funktion nicht mehr bleibt. Ergänzend wurde dann im Jahr 2000 durch einen Privatinvestor direkt anschließend ein Neubau durchgeführt. Übrigens, diese hufeisenförmige Neubauanlage wurde als beispielhaftes Bauen preisgekrönt und insofern sind wir froh und stolz dafür, dass wir diese Ortsmitte wieder lebendig machen konnten für die Bevölkerung. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die aus der Zeit der Gotik stammende St. Cyriakuskirche. Bekannt ist sie vor allem für ihren Halbmond auf der Kirchturmspitze. Das ist sicher eine Besonderheit. Dieser Kirchturm, der zunächst mal im unteren Teil viereckig beginnt, oben dann achteckig wird, hat auf der Kirchturmspitze einen goldenen Halbmond und einen goldenen Stern als Teil der Wetterfahne.
Den mündlichen Überlieferungen zufolge ist es eine Beute aus den türkischen Feldzügen eines berühmten Dürnauers, nämlich dem Grafen Christoph Martin von Degenfeld, der hochdekoriert in den Diensten der damaligen Republik Venedig stand. Er war Generalgouverneur von Dalmatien und Albanien. Und als er 1649 nach Durnau in seine Güter zurückkam, musste er erst das Schloss und die Kirche renovieren. Und als sichtbares Zeichen ist nun dieser goldene Halbmond mit diesem Stern auf der Durnauer Kirche angebracht. Die St. Cyriakus-Kirche ist auch die letzte Ruhestätte des Grafen Christoph Martin von Degenfeld. In ihrem Inneren finden sich neben Stuckarbeiten aus der Spätrenaissance und gotischen Wandmalereien auch die berühmten Epitaphe der vier Zillenharter Ritter aus Dürnau, die für Kulturliebhaber besonders interessant sind. Zu den ältesten Gebäuden des Ortes zählt auch das Dürnauer Rathaus. Es stammt aus dem Jahr 1562 und ist vermutlich eines der ältesten Rathäuser im Landkreis Göppingen. Die erstaunlich bewegte Geschichte Dürnaus lässt sich am besten während eines circa einstündigen historischen Stadtrundgangs erkunden. 20 beschriftete Stationen führen auf unterhaltsame Weise durch die vergangenen Jahrhunderte. Einer, den vor allem das Dürnauer Leben im 17. und 18. Jahrhundert beschäftigt, ist der Dorfhistoriker Manfred Wolfhardt. In seinem Buch Dürnauer Schicksale widmet er sich der Mühsal und dem harten Überlebenskampf der damaligen Zeit. Ich habe mich im Gemeindearchiv breit gemacht und habe dann mal einfach mal von der Interessenlage her geguckt, wie ging es eigentlich den Dürnauer Armen. Und denen ging es schrecklich. 18 Dürnauer Schicksale beschreibt Manfred Wolfhardt in seinem Buch. Und oftmals waren es Frauen, die den Härten der damaligen Zeit besonders ausgesetzt waren. Wie zum Beispiel die Dürnauerin Walpurga. Die Geschichte von der Walpurga, den Nachnamen sage ich nicht, weil die Familie hier noch lebt. Die war vielleicht Nachkommen, das habe ich nicht erforscht. Die Walpurga hatte 7 Kinder. Der Mann ist vor der Geburt des 7. Kindes gestorben. Sie war allein und ist mit der Zeit dem Alkohol verfallen. Und man hat die Walpurga auf folgende Art therapiert. Man hat sie unter Druck gesetzt. Sie hat aber immer wieder verstanden, sich dem Druck zu entziehen, mal ein Fuder Heu zu verkaufen oder ein Laib Brot zu verkaufen und den Erlös dann gegen Alkohol einzutauschen. Sie war also recht erfinderisch in der Besorgung von Ressourcen. Und dann hat sich der Vogt und der Pfarrer keinen Rat mehr gewusst und hat die Frau in die Folter gespannt, also in die Halsgeige gespannt. Und am Sonntagmorgen musste sie vor der Kirche stehen und wurde von allen sämtlichen Kirchgängern verlacht, verhohnt, bespuckt und so weiter, wie man das damals gemacht hat. Und es hat nichts genützt. Man hat sie dann, die schlimmste Strafe war, dass man sie vom Abendmahl ausgeschlossen hat. Und wie es weiterging, weiß niemand. Die Frau erscheint dann nicht mehr in den Akten. Ein weiteres Buch über Schicksale von Dürnauer Bürgern des 19. Jahrhunderts ist bereits in Planung. Zunächst jedoch macht sich Manfred Wolfhardt an die Niederschrift der eigenen Familiengeschichte. Mountain Cases hat die Lösung auch für Ihre Produkte. Maßgefertigt aus der Manufaktur. Die Ausführung bestimmen Sie und die Produktanforderungen. Größe, Farbe, Inneneinrichtung, ob mit oder ohne Rollen. Gemeinsam entwickeln wir die optimale Verpackung für den sicheren Transport. Qualität vom Premium-Lieferanten. Mountain Cases, der Hersteller von Spezialkoffern. Peter Herrlinger GmbH in Dürnau. Seit über 40 Jahren sind wir Ihr Partner für Sanitär-, Heizung-, Flaschnerarbeiten und barrierefreie Umbauten in der Region. Eine sorgfältige Planung, individuelle Beratung, fachmännische Ausführung und langfristige Kundenbetreuung sind bei uns selbstverständlich.
Wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch. Wilhelm Kleinbach Kfz-Reparaturwerkstätte. Ihr Meisterbetrieb für Reparaturen und Kundendienst sämtlicher Fabrikate. Seit über 25 Jahren sind wir Ihre Werkstatt für alle Fälle. Von LKW über PKW bis hin zu Kleingeräten wie Rasenmäher oder Motorsägen. Wir bringen alles wieder zum Laufen. Über viele Jahrzehnte hinweg war das Leben in Dürnau eng mit der Glasmanufaktur Gralglas verknüpft. Das ehemals international erfolgreiche Unternehmen trug von Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts wesentlich zum Wohlstand der kleinen Gemeinde bei. Die Firma Gralglas kam im Jahr 1947 von Göppingen nach Dürnau und hatte für unsere Gemeinde sehr große Bedeutung. Die Firma Gralglas produzierte hochwertiges mundgeblasenes Glas. Insofern war es ein außergewöhnliches Design. Und das haben sehr schnell die Kunden und interessierten Käufer festgestellt. Die Firma Gralglas hat eine enorme Entwicklung genommen in den 50er, 60er und 70er Jahren. Zu den guten Zeiten waren hier über 400 Menschen in der Firma Gralglas beschäftigt. Und es gab sogar einen extra Industriegleisanschluss auf der Boller Bahn hier in Dürnau, speziell für die Firma Gralglas, um sowohl Material herzubringen, als auch dann die Produkte abzutransportieren. Nicht umsonst hat die Firma Gralglas sowohl national als auch international eine Vielzahl von Preisen für dieses prämierte Designglas bekommen. Namhafte Künstler und Designer waren auch in der Firma Gralglas mit tätig und beschäftigt. Als Karl Seifam und sein Sohn Rolf im Jahre 1930 die Gralglas-Werkstätten in Göppingen gründeten, ahnten sie noch nichts von dem enormen Erfolg der kommenden Jahre. Mittlerweile legendär ist vor allem die Kelchglasgarnitur A50 aus dem Jahre 1932. Mit der zunehmenden Nachfrage nach Gralglas erhöhte sich auch der Bedarf an entsprechend ausgebildeten Facharbeitern. Und die waren gar nicht so einfach zu finden. Die Facharbeiter aus Bayern herzuholen war nicht einfach, weil in Bayern nach dem Krieg die Glasindustrie ja wieder aufgeblüht ist. Und mit Schwaben konnte man nicht so viel kompensieren, weil es gab ja auch in Geislingen eine Glashütte. Es gab in Schwäbisch Gmünd drei Glashütten und so musste man sich dann behelfen, indem man aus Portugal, aus einem reinen Glasmacherort, Marina Grande, hat man dann etwa 70 Portugiesen, das heißt, da sind schon die Familien dabei gewesen, hat man hierher geholt und die haben sich wunderbar integriert in den Arbeitsprozess und auch im Ort. Und die sind absolute Fachleute gewesen, das muss man unbedingt dazu betonen. Um geeigneten Wohnraum für all die auswärtigen Facharbeiter anbieten zu können, wurde bereits im Jahre 1951 mit dem Bau der ersten Gralglas-Siedlung begonnen. Die große portugiesische Gemeinde, die damals in Dürnau ansässig war, gründete ihrerseits das noch heute bestehende portugiesische Zentrum für Freizeit und Kultur, in dem man übrigens jedes Wochenende allerlei portugiesische Gaumenfreuden genießen kann. Doch wie so oft im Leben kam auch für die Gralglashütte irgendwann der Wendepunkt. Die hohen Lohnkosten für die in aufwendiger Handarbeit hergestellten Produkte wurden dem Unternehmen durch das Aufkommen der ersten Glasblas- und Schleifautomaten zum Verhängnis. Das Aus kam im Jahre 1987. In den Folgejahren wurde noch mehrfach versucht, die Produktion unter Verwendung des Namens Gralglas am Leben zu erhalten. Doch all diese Bemühungen scheiterten und endeten schließlich mit der totalen Aufgabe im Jahre 1995. Zeitgleich jedoch eröffnete im Torbau des alten Schlosses das Gralglasmuseum. Ein Rundgang durch das kleine, aber feine Museum gibt einen Blick in das aufwendige Herstellungsverfahren der Glaserzeugnisse und lässt erahnen, welche Kostbarkeiten in der Gralglashütte einst gefertigt wurden. Es sind hier viele Garnituren, es sind aber auch Unikate hier zu sehen und auch die verschiedenen Glastechniken. Die sind hier auch vertreten durch bestimmte Objekte. Und auch, sagen wir mal, die verschiedenen chronologischen Perioden.
am Anfang, die 30er Jahre noch und dann die 50er Jahre und später querbeet bis zum Produktionsende. Das Museum ist jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet und auch Gruppenführungen können jederzeit vereinbart werden. Das kulturelle Angebot in Dürnau ist mittlerweile durchaus beeindruckend. Verantwortlich hierfür ist vor allem die Kulturinitiative Dürnau e.V., kurzerhand KULDÜR genannt. Der im Jahre 2005 gegründete Verein ist ein weiteres Beispiel dafür, wie verbunden die Dürnauer Bürger mit ihrer Gemeinde sind. Der Vorgänger war der, dass wir immer was für Kinder machen wollten. Also Kinder, Kinderprogramm, Kinderkino war das Erste, mit dem haben wir angefangen, als junge Familie mit kleinen Kindern. Und daraus erwächst dann einfach mehr und die Interessen werden immer weiter und größer. Mittlerweile ist der Verein in Dürnau gar nicht mehr wegzudenken. Die rund 40 Mitglieder initiieren ehrenamtlich nahezu das gesamte kulturelle Angebot in der Gemeinde. Zu den immer wiederkehrenden Veranstaltungen zählen beispielsweise die Schlosskulturtage mit Open-Air-Kino und Konzert, der Bauern- und Künstlermarkt oder der lebendige Adventskalender mit 24 festlich geschmückten Wohnungsfenstern, die jeweils bei Einbruch der Dunkelheit geöffnet werden. Aber auch zahlreiche weitere Veranstaltungen locken immer wieder alte und neue Gäste in die Voralpgemeinde. Also ganz unbescheiden wie ich bin, gehe ich davon aus, dass wir eine feste Größe zumindest in der Voralp sind. Also da kommen Leute von Bad Boll, von Gammershausen, von Heiningen. Das ist schon diese Schiene, die wir eigentlich bedienen wollen. Wir brauchen keine Konkurrenz zu Köppingen und wir brauchen keine Konkurrenz zu Stuttgart-Weilheim, diese Gegend, Kirchheim. Es ist eigentlich von der Voralp für die Voralp. Aber selbstverständlich sind auch Besucher aus allen anderen Gemeinden herzlich willkommen. Ries Haushaltsgeräte. Hochwertige Geräte renommierter Marken stehen für Qualität und Sicherheit. Überzeugen Sie sich von unserer Auswahl an Groß- und Kleinelektrogeräten. Im Schadensfall stehen wir Ihnen mit Rat und Hilfe zur Seite. Sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Reparatur auch bei Ihnen zu Hause. Irgendwann sind Sie reif für unseren Service. Genießen Sie Ihr Leben. Den Rest übernehmen wir. AXA-Generalvertretung André Kuttler in Pfauendau. Für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen. Regionalität wird bei uns groß geschrieben. In unserem Hoflädle bieten wir eine umfangreiche Auswahl von Eiern, Nudeln, Wurst, Rapsöl und vieles mehr. Das Futter für unsere Tiere bauen wir selbst an. Frische Qualität direkt vom Hof. Starks Hoflädle. Das malerisch gelegene Dürnau eignet sich hervorragend für kleinere und größere Wanderungen. Die unterschiedlichen Höhenlagen bieten sowohl Spaziergängern als auch ambitionierten Wanderern und Radfahrern vielfältige Möglichkeiten, die reizvolle Landschaft zu genießen. Ein geradezu spektakulärer Ausblick bietet sich von der Halbhöhenlage des Obstlehrpfads. Der Blick schweift weit über die sanften Hügel des Albvorlands bis hin zu den drei Kaiserbergen, dem Schurwald und dem Stuttgarter Raum. Besonders unterhaltsam ist ein Spaziergang über den Schwäbischen Spruchweg. Ein jeder weiß, Sinnsprüche gehören zu der für Schwaben typischen Sprachform, wobei es darum geht, Gedanken in Kürze auf den Punkt zu bringen. Dieser schwäbische Spruchweg ist eigentlich aus der Idee eines ehemaligen Mitbürgers. Und zwar haben Michael Wahl entstanden, der ist hier in unserer Gemeinde Dürnau groß geworden, lebt heute in Stuttgart, hat aber noch viele Wurzeln und gute Kontakte zu unserer Gemeinde. Und er ist Mundartautor und liebt das Schwäbische. Das Schwäbische hat ja so seine Eigenheiten, sozusagen sehr knitz. Und das spürt man in diesen Sprüchen. Sie sind tiefsinnig, aber immer pfiffig. Und sie sind illustriert mit entsprechenden Bildern von Professor Groß. Es sind insgesamt aufgestellt verschiedene Stationen mit entsprechenden Texten und Bildern. Man kann sich Zeit nehmen und beginnen, zum einen im Westen unserer Gemeinde Dürnau,
Das geht dann hoch über den Albtraufgängerweg und zurück hier an den Ausgangspunkt in der Ortsmitte. Dieser Michael Wahl hat auch weiterhin noch gute Kontakte zu unserer Gemeinde. Und wir meinen, dieser schwäbische Spruchweg ist einer der ersten, wenn überhaupt der einzigste im Land. In Dürnau gibt es viele Möglichkeiten, die Freizeit abwechslungsreich zu gestalten. Dafür sorgt nicht zuletzt das rege Vereinsleben. Geeignete Räumlichkeiten stehen unter anderem mit der Kornberghalle und dem angeschlossenen Sportpark zur Verfügung, der vor allem vom Traditionsverein GSV Dürnau genutzt wird. Im Inneren der Halle befindet sich das Lehrschwimmbecken der benachbarten Grundschule und seit neuestem auch eine Kletterwand. Eine weitere Besonderheit Dürnaus ist die große Anzahl an Reiterhöfen und Pferden. Die Landwirtschaft hat sich hier teilweise neu orientiert. Insgesamt gibt es 5 Reiterhöfe. An diesen Reiterhöfen gibt es nicht nur unterschiedliche Unterstellmöglichkeiten mit verschiedenen Angeboten und Reitplätzen. Es gibt auch eine bestehende Reithalle. Eine weitere Reithalle ist bereits genehmigt und wird, denke ich, demnächst errichtet. Es gibt die Pferdefreunde Stauferland hier als Verein, die sich den Islandpferden verschrieben haben. Sie finden aber auch hier Araberpferde bis hin zu den Schwarzwäldern. Wir nehmen an, dass es weit über 100 Pferde sind, die hier in unserer Gemeinde in diesen 5 verschiedenen Höfen untergebracht sind. Wichtig erscheint uns ein gutes Miteinander, vor allem wenn die Reiter in der Landschaft unterwegs sind, zwischen den verschiedenen Nutzern, sodass sich alle wohlfühlen können und sozusagen auch unsere Landschaft im Freien genießen können. Damit auch die kleinsten Bewohner Dürnaus das Leben rundum genießen können, gibt es die Lerninsel Dürnau-Gammelshausen. Hier werden Kinder ab einem Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit liebevoll begleitet und betreut. Der gemeinsame Standort von Kindergarten und Grundschule und die gute Zusammenarbeit der Institutionen sorgen für einen fließenden Übergang vom Kindergartenleben in die Schulzeit. Seit 2012 verfügt die Grundschule über eine eigene Mensa und ab Herbst 2014 wechselt die bisherige Schulform zur offenen Ganztagesschule. Zudem ist der Grundschulverband Dürnau-Gammelshausen Träger der Hektor-Kinderakademie Pfiffikus. Die Hektor-Stiftung ist eine Landesstiftung. Die Hektor-Stiftung hat zum Ziel, begabte Kinder in den Schulen zu fördern. Wir sehen das als wichtigen Punkt an. Unsere Grundschule hat sich sehr früh um dieses Thema beworben mit der Grundschulleitung. Die Hektor-Stiftung für den Landkreis Göppingen hat ihren Sitz hier bei uns im Verband Dürnau-Gammelshausen seit einigen Jahren. Und diese Hektor-Stiftung bietet auf verschiedenen Bereichen außerhalb der üblichen Schulzeiten eben diese Möglichkeiten, dass Kinder über die normale Angebote der Schule hinaus einfach hier gefördert werden, und diese Hektor-Stiftung unterstützen wir, soweit wir das können, mit Räumlichkeiten, mit personellen Bereichen sehr gerne. Da können aber dann nur Dürnauer und Gammelshäuser Kinder teilnehmen? Nein, das ist nicht der Fall, sondern das ist sozusagen eine Landkreiseinrichtung. Das heißt auch, diese Hektor-Stiftung geht raus in verschiedene Schulen, in verschiedene Einrichtungen und wird andererseits auch wieder unterstützt durch Fachleute aus Industrie, aus Schulen, um sozusagen einen Austausch zwischen den Schulen zu schaffen. Und ich glaube, diese Offenheit dieser Hektor-Stiftung und die verschiedenen Stationen machen natürlich auch die Möglichkeit, die Hektor-Stiftung bietet dann aus, aber wie gesagt, der Sitz dieser Hektor-Stiftung ist Dürnau und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Familienfreundlichkeit wird in Dürnau großgeschrieben. Nicht umsonst wurde die Gemeinde im Jahre 2012 mit dem Familienpreis des Landkreises Göppingen ausgezeichnet. Besonders erwähnenswert ist es, dass der Antrag hierfür nicht von der Gemeinde selbst, sondern aus der eigenen Bürgerschaft herausgestellt wurde. Dies zeigt wieder einmal, wie verbunden sich die Dürnauer mit ihrer Gemeinde fühlen. Diese Menschen zeichnet eine große Toleranz und eine Freundlichkeit aus und darüber freue ich mich immer wieder. Und ich glaube, das ist das Besondere unserer Gemeinde Dürnau. Und so soll es auch in Zukunft sein, dass sich die Dürnauerinnen und Dürnauer in Dürnau wohlfühlen. Und wer einmal hier gewesen ist, hat daran nicht den geringsten Zweifel. Wenn Sie das nächste Mal wieder in Dürnau vorbeikommen, dann sollten Sie unbedingt einen Abstecher ins Greiglasmuseum machen, den schwäbischen Spruchweg erkunden oder einfach nur den herrlichen Ausblick über das Voralpgebiet genießen.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der AXA-Generalvertretung André Kuttler in Vauendau. Für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen.